Laune, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Abend, Silvia. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Abend, Andrea. Und einen wunderschönen guten Abend nach Berlin an den Gries. Hallo. Na, hallöchen. Willkommen bei Malfreunde FM. Herzlich willkommen. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass du uns im Kreativschnack heute, ja, Gesellschaft leistest, beziehungsweise dass wir dir Fragen stellen dürfen. Und ja, ich sehe hier auf dem Zoom-Bildschirm, dass du uns auch deinen Arbeitsplatz zeigst und bist ready for Sketching, so wie es aussieht. Ja, immer, ich kann nichts anderes. Ja, das ist so klasse. Jeder macht, was er kann, ne? Wie, du hast echt nichts anderes gelernt. Also wirklich. Warte mal, naja, doch. Nein, das ist jetzt auch völlig unerheblich. Lass ihn doch erzählen. Was hast du denn gelernt? Ich war Richter lange. Richter? Quatsch. Ehrlich jetzt? Richter. Tierarzt. Ich war Tierarzt. Ja, ja. Das hättest du auch nicht aufgegeben. Oh, warte mal, hier steht was. Dieses Meeting wird vom Host aufgezeichnet. Verstanden. Ich muss hier auf Verstanden klicken. Ja, das hätte auch, wäre auch so gegangen. Ach, es war schon so, ich hätte gar nicht. Ne? Naja, es ist nur eine Information. Also wenn du jetzt gesagt hättest, du bist nicht mit einverstanden, dann wärst du wieder rausgeflogen. Verstehe. Okay. Easy as that. Ja. Ja, also Richter nicht, Tierarzt nicht, Polizist nicht, vermute ich. Gesungen hat er. Erwischt. Bitte? Gesungen hat er. Tut er auch noch, gesungen oder? Hat er nie. Gesungen Doch, hat er nie. Natürlich. Na, gesungen hat er nie. ich habe, also jetzt mal fast ganz ohne Spaß, ich habe Lehramt irgendwann mal studiert. Am Anfang war es sogar noch Deutsch und ein anderes Fach. Und dann... okay. Und noch ein anderes Fach. Und dann nüchte. Sonst nur Jobs. Keine. Hm. Oh Gott. Ja. Wenn nichts wird, wird Lehrer, ne? Oder wie war das? Was? Wer nichts wird, wird Lehrer. Wenn nichts wird, wird Lehrer, sagst du so. Das Ding droppst du hier so, ja? Normalerweise, ich kenne das mit wird. Ja, natürlich heißt es. Natürlich heißt es, wenn nichts wird, wird. Klar, okay. Logisch. Ja, bei uns heißt es Sozialpädagoge. Ich weiß schon, was du meinst. Die Studenten, Studentinnen, die Kunst, auf, also freie Kunst zum Beispiel an der UdK, HdK studiert haben, haben natürlich ganz, ganz, ganz komisch auf die, die nur Kunst auf Lehramt studiert haben, geguckt. Mhm. Mhm. So ähnlich wie ein Polizist auf einen Ordnungsamtler guckt. So. Ja, genau. Ach, gucke mal. Naja. Ja. Aber ist ja sowieso egal. Ja, eben. Ja, ist sowieso egal. Wenn ich da die Statistik mitverfolge, wie viele wirklich in Anführungszeichen ordentlich Kunst studieren und dann tatsächlich auch Kunst machen, der Anteil ist ja wirklich verschwindend gering. Von daher brauchst da keine Überheblichkeit zu geben und auch kein Herabschauen und nichts. Ja, sowieso nicht. Ja, und wir konzentrieren uns sowieso auf das, was wir machen. Genau. Und ja, jetzt sagen wir vielleicht den Podcast-Hörern mal, was du so machst. Und deinen Fans müssen wir sagen, was wir so machen. Genau. Ich glaube, wir müssen uns so gegenseitig vorstellen. Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich. Weil fang mal an. Fang mal an. Also, diese zwei, die zwei Supergirls da drüben auf der anderen Seite von Zoom, ja, sind tatsächlich mir persönlich Unbekannte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist wenigstens schon mal digital, aber ihr sehen Heike euch noch nie. Ich würde euch vorstellen als Superheroes, weil ihr echt heldenhafter was auf die Beine gestellt habt. Darüber weiß ich was und das finde ich sehr imposant.
was ihr da hingekriegt habt. Und insofern seid ihr mir zwei noch recht unbekannte Superheldinnen. Und habt einen ganz guten Stand, muss ich mal sagen. Und jetzt habt ihr mich hier eingeladen. Ich habe mir auch schon mal die ein oder andere Folge mal reingehuscht. Ja, cool. Und möchte mich bedanken für die Einladung. Und ja, so stehe ich jetzt hier. Also so sitze ich jetzt hier, sage ich. Ja. So ehrfurchtsvoll sind wir noch nie begrüßt worden. Superheldinnen. Ich finde, es hört sich gut ja, an. Ich finde, es fühlt sich auch gut an, ja. Ja. Ja, und du bist so unser, ja, auch Hero, kann man sagen. Catching also, Superhero, genau. Es war schon sehr gewagt. Wir haben uns erst nicht so getraut, dich überhaupt zu fragen, ob du bei uns mitmachen willst im Jahreskurs. Und dann haben wir überlegt, trauen wir uns oder nicht. Und dann musste ich echt ein bisschen arg hartnäckig sein, ne? Aber so bin ich. Also ich habe oft fragen müssen, weil du hattest wenig Zeit und ja, hast dann immer so gesagt, ja, ich guck mal und so ein bisschen unverbindlich. Und ich habe immer so gedacht, boah, frage ich jetzt nochmal, ich gehe dem voll auf den Keks, aber ich hätte ihn so gern dabei. Und dann hat es überwogen, dass ich dich wirklich arg gern dabei gehabt hätte. Und deswegen habe ich halt immer wieder gefragt und irgendwann hast du ja gesagt und das haben wir sehr gefeiert. Ja, stimmt. Das sei also, an dieser Stelle ja, mal gesagt. Genau, also Silvias Hartnäckigkeit sei Dank, ja. Da müssten dir die Ohren geklingelt haben. Ja, also ich hätte früher die Segel gestrichen, ganz ehrlich. Mir ist da tatsächlich eine gewisse Hartnäckigkeit aufgefallen, aber eine selten vorkommende sympathische Hartnäckigkeit. Ja, ne? Also das ja, war, es kommt ja öfter mal vor, dass ich da unverbindlicher bin, als ich sein sollte und dass mal dann öfter nachgefragt wird wegen irgendwas und so. Und das ist selten unangenehm, aber dieses Mal war es so angenehm unangenehm. Also kann's gar nicht anders beschreiben. Sonst würde ich ja, ja gesagt, irgendwas an der Hartnäckigkeit war gut. Ja, super. Nee, das, ich glaube, das hängt auch ganz elementar mit der Idee zusammen, schätze ich. Ja. wer du bist, ich glaube, das haben unsere Podcast-Hörer jetzt schon ganz gut auch aus vorigen Folgen mitbekommen, weil wir reden oft öfter mal über dich. Also wir haben auch ganz ausführlich über dein Buch gesprochen, das letztes Jahr rauskam, was auch in der Mai-Freunde-Gruppe von vielen, vielen gekauft wurde und wo viele mitgeübt haben. Und immer noch üben. Und immer noch üben, genau. Und ja gut, dann stellen wir deinen Fans mal kurz uns vor. Ja. Ja, wir sind ja Silvia und Andrea und zusammen sind wir Malfreunde FM, der Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Und wir sind seit 2019 die Administratorinnen der Facebook-Gruppe Malfreunde, der besten Facebook-Gruppe on Earth, wenn ich das mal so ganz unbescheiden sagen darf. Wir haben wirklich ein super tolles Publikum, die alle auch sehr wertschätzend, motivierend, unterstützend unterwegs sind. Da gibt es keine, was hast du denn da für ein Scheißbild gemalt? Also keine so doofe Kritik und solche Sachen. Und meine Idee ist schon seit vielen Jahren, also 2017 hat mich diese Idee so angesprungen wie, ja, aus dem Nichts quasi. Ich unterhielt mich mit einer Autorenkollegin, deren Buch ich so ein bisschen mit mentoriert habe. Und sie fand es so toll, dass ich sie da unterstütze. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich werde sowieso mal eines Tages ein Seminarhaus machen. Da mache ich das die ganze Zeit. Also kann ich mit dir ja schon mal ein bisschen üben. So, das war so in dem Moment da, diese Idee. Und ja, die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und als ich dann Silvia beim übers Malen kennengelernt habe und wir uns permanent so die Bälle hin und her gespielt haben und wir haben dann auch Kurse zusammen gemacht, unter anderem die Wanderlust. Das ist ein englischsprachiges Jahresprogramm, eben auch mit so ganz unterschiedlichen vielen Künstlern, Mixed Media Art Journaling. Und da haben wir gesagt, sowas muss es mal auf Deutsch geben. Genau. Ja, und dann kam Corona. Und ich saß hier mit meinem Atelier und konnte keine Kurse mehr geben. Und habe gedacht, okay, dann machen wir das Ganze jetzt online. Ich hatte das vorher nie vorgehabt.
Aber habe mir dann eben Filmequipment gekauft, habe angefangen, mir das Film drauf zu schaffen und wie man so Kurse anbietet, wie man die auch auf eine Webseite kriegt und verkauft. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sind wir ready for Jahreskurs. Jetzt machen wir das. Das also war letztes Jahr im Herbst. Der Jahreskurs war eigentlich, die Grundidee war schon viel eher da, gell? Ja. Und dann haben wir aber halt erstmal mit kleinen Kursen angefangen und das war echt, ja, macht total Spaß. Klasse. Und ja. Ja. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Genau. Witzig, ein paar Sätze von Andrea habe ich in den letzten 2 Jahren, naja, oder im letzten Jahr, fast genauso relativ oft gesagt. Also genauso war es. Ne? Ich sitze im Studium, im Atelier, und dann ist das zu und dann ist was machst du jetzt und so. Und genauso Equipment gekauft, Videos gebaut, Sachen gemacht und so. Und deswegen, vor allen Dingen, du bist ja auch wahnsinnig technisch versiert. Also was, du sagst dann so, mach das doch so. Und dann sag ich so, ich überhaupt nicht. Und kann ich alles gar nicht. Deswegen auf jeden Fall ein absoluter Superheldenstatus. Hat ja gut funktioniert. Ja. Ihr strahlt ja beide bis über die Ohren. Ja. Und das völlig, und das nicht ohne Grund. Und das eigentlich auch permanent. Ja, genau. Ja, es ist manchmal tatsächlich schon ein bisschen viel. Also jetzt diese Schnupperwoche, die wir jetzt hatten, die letzten beiden Wochen, das war einfach, also wirklich so ein, schon ein bisschen überwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool. Ja, ich meine, du hast es ja selber wahrscheinlich auch an deinen Buchungen gemerkt, wie viel da reingekommen ist, ne? Und ja, das ist was, ja, wir sind 30 Künstler, kannst dir vorstellen, das ist natürlich noch mehr und bei uns ist was hängen geblieben und ja, also wir haben jetzt knapp 600 Plätze verkauft im Kurs, also so viele Teilnehmer sind jetzt da. Heute haben wir gerade wieder noch eine Mail bekommen von einer, die unheimlich gerne mit dabei gewesen wäre, die sich aber am Jahresanfang schon in einen englischsprachigen Kurs reingebucht hat, weil sie uns im Herbst einfach noch nicht kannte. Da waren wir noch nicht draußen mit der Geschichte. Und ja, nächsten Jahr sieht das dann anders aus. Sehr, sehr, sehr gut. Und ja, wir sind also anders als jetzt du beispielsweise. Wenn du sowas initiieren würdest, hättest du wahrscheinlich gleich eine Riesenwelle geschlagen. Und wir sind ja mehr so, noch so ein bisschen No-Name gewesen und haben trotzdem eine Welle gemacht. Und das finde ich so geil. Ja, Hammer. Ja, also irgendwann ist es dann einfach so. Instagram macht ja so schön Erinnerungen, Archiv. Da kannst du ins Archiv gucken und dann siehst du, was vor 5 Jahren war. Und dann postest du das als Erinnerung und dann siehst du, dass das dann auf einmal Likes bekommt, weil jemand sich den Beitrag angeguckt hat. Ja. Hat er so 23 oder so. Ja, also genau. Völlig verrückt. Es ist halt 5 Jahre her und irgendwann ist es dann. Es ist dann die Welle, ja. Ja. Und wann hast du angefangen bei Insta mit diesen Live-Geschichten? Ja, genau. Ich habe hier eine gute Freundin aus der Schule von früher, die von Anfang an mitgemacht hat und die hat Buch geführt. Ich kriege jetzt richtig einen auf den Latz, wenn ich das falsche Datum sage, aber ich glaube, wir feiern wir haben 2 Jahre Grieslife gefeiert am 13.3. Ja, das war jetzt erst, genau. Ja, habe ich gesehen. Ja, und du hast... Das ist ja auch so eine super Sache. Ja. Also das würde ich ganz gern noch mal so ein bisschen aufdröseln, was du da alles machst, für die, die es noch nicht kennen. Ja. Also erstmal müssten wir sagen, wo sie dich finden. Das ist nämlich Gries 030, gell? Mhm. 030 ist, ja, oder 030 ist die Vorwahl für Berlin. Ah, okay. So kann man sich's merken. Super. Super, ja. Und du hast einen Terminplan auf deiner Seite, immer für den ganzen Monat. Und du malst mit Kindern Kuscheltiere. Also du malst praktisch die Kuscheltiere der Kinder, die sie in die Kamera halten. Das finde ich super süß. Toll, schön. Also allein diese Idee finde ich super süß. Und wenn dann die Kinder so da sitzen und sich freuen, ich bin Erzieherin, also... Verzeih mir, aber das finde ich super süß. Ja, also das total goldig. Mit Herz findet das süß, weil das ist wirklich, also das ist fast schon ab und zu unrealistisch süß. Ja, ja, genau. Ich echt mal reingucke, weil das ist oft. Das ist so goldig. Wann machst du das mit den Kindern? Das ist am seltensten tatsächlich und es gibt immer so 2 verschiedene Formate für die Kids. Einmal, ich weiß nicht, wie es hieß,
Ragazzi, nee, irgendwie so ähnlich. Kennt ihr vielleicht von früher, bald ausholen, warte. So eine Fernsehsendung und da hat ein Typ gesessen und hat zwei Kinder da gehabt und die haben ihm gesagt, dann hat er gefragt, von welchem Tier soll das denn der Kopf sein? Und dann haben die gesagt, vom Elefanten. Und dann ging es weiter runter, von welchem Tier soll der Hals sein? Und dann haben die gesagt, Giraffe. Und dann hat er das alles. Ah, ja, okay, das sagt mir was, ja. Und das war eine Idee, dass ich das mit dem mache und das andere war, zeigt einfach euer Kuscheltier und ich zeig das. Ja, ah, du machst genau, du machst zwei verschiedene Sachen sogar mit den Kindern. Ja. Ja, und welche Uhrzeit machst du das? Das ist meistens so, also da habe ich auch schon auf den Latz bekommen von bekannten Freunden von mir, die sagen, naja, wenn du Eltern wärst, dann siehst du, dass das eine saudumme Zeit ist. Ich versuche das so jetzt immer so am Vormittag zu machen. Ja, das ist gar keine saudumme Zeit. Super, nee, dann kann ich nämlich auch mal gucken. Aber schwierige Zeiten offenbar. Dann kann ich nämlich auch mal gucken, weil abends spät, du bist oft so spät online und da kann ich immer nicht. Also dann, es gibt jetzt bei Diestas ist eins der Formate, gibt es jetzt einen Schläfer Diestas und zwar nicht erst um 21 Uhr, sondern um 20 Uhr. Das ist auch zu spät. Okay. Schlaf dann auch schon. Dann musst du sonntags zur Morningshow kommen. Ja, das ist eine coole Idee. Wenn mein Yogakurs zu Ende ist, komme ich in die Morningshow. Perfekt. Das mit den Kids ist wirklich super süß. Und aber das hört sich toll an, ja. Vor allen Dingen, wenn es von online oder von digital analog wird. Und zwar habe ich ja manchmal anders erzählt. Ich habe hier Nachbarn, die laufen hier am Laden vorbei und auch Nachbarn mit Kindern. Und der eine kommt und dann quatschen wir. Ich quatsche mit der Mutter und der Kleine, dem ist irgendwann natürlich irgendwie so langweilig, ne, wenn die Erwachsenen, Alten sich unterhalten. Und dann guckt er so rum und guckt so ins Schaufenster rein und auf einmal ruft er, Mama, hier ist Tippi! Und dann war auch kurz still, dann sind wir hingelaufen und ich hatte ein paar von diesen Kuscheltierzeichnungen mal ins Schaufenster gelegt. Und dann meinte sie so, wie? Und sie so, guck mal, hier ist Tippi. Und war richtig super aufgeregt, hat schon fast klasse. Ja. Und hat dann am nächsten Tag in der Schule erzählt, dass sein Kuscheltier erst im Fernsehen war und dann auch noch in einer Galerie gemalt im Schaufenster lag. Das muss das Größte für einen Kuscheltierinhaber in dem Alter sein. Super klasse. Ja, das ist also irre. Also verstehe ich das richtig? Du sitzt da quasi im Grieshaus und das hat ein Schaufenster nach vorne. Genau. Das ist quasi Atelier und Galerie. Genau, ja. Sehr klasse. Ja. Sehr, sehr das cool. Finde ich super. Soll ich ein Kuscheltier in die Kamera halten und du malst es? Mein Kuscheltier hat sich gerade eingerollt. Manche Sachen habe ich ja echt trainiert. So. Und also die Sachen, die ich viel in den Livestreams gemacht habe, kann ich deutlich besser als vor 2 Jahren. Ich habe hier, heute waren wir zufällig draußen sketchen, Urban Sketching. Da waren hier aus der Rhein-Main-Gruppe, Urban Sketcher Rhein-Main, waren hier 4, 5 Mädels waren hier und waren gestern schon irgendwie malen und pipapo und haben uns getroffen und zusammen gesketcht und dann haben wir über das geredet, über das eine der Formate, wo ich für Erwachsene oder für Nichtkinder Objekte, die gezeigt werden, einfach zeichne oder Mediale zeichne. Da habe ich ausgerechnet, dass wir knapp 500 Objekte gezeichnet haben. Wow, ja, das ist ordentlich. Na, wenn das keine Übung ist, also... Ja, und richtig, richtig, richtig coole Sachen sind da oft dabei, weil die Leute natürlich sich auch überlegen, was sie da in die Kamera halten und jetzt nicht irgendwie eine Shampooflasche reinhalten, sondern eben irgendwelche, oh Gott, was habe ich da mal mitgezeichnet? Das habe ich noch nie live gesehen, so ein Teil. Das war irgendwie so mit Schrauben und Tralala und naja. Also die lassen sich dann schon auch tolle Sachen einfallen. Genau. Absolut. Also liebe Podcast-Hörer, üben lohnt. Also nicht einmal machen und dann ist gut, sondern immer wieder machen. Aber was bringt's? Ganz ehrlich, das ist doch aber auch das Prinzip von fast allem, oder? Also was geht denn mit Üben? Also, ja, das ist halt, fast nichts geht ohne Üben. Das stimmt. Aber es ist oft so, dass Leute, die fangen was an und denken, oh, das sieht toll aus und mit einmal gemacht muss es dann perfekt sein. Ja, aber woher das kommt, frage ich mich schon, dass bei allem anderen ist einem völlig klar, dass man Übung braucht, beim Autofahren, egal was man lernt, man braucht immer Übung, aber beim Malen gibt man total schnell auf, wenn was nicht gelingt. Ja. Also ohne zu üben. Und ich habe auch, also es hat relativ lang gedauert, bis ich gecheckt habe, dass ich besser werde, wenn ich ein Motiv mehrmals male. Mhm.
Also das habe ich am Anfang einfach nicht gemacht, weil daran genau. habe ich überhaupt keinen Sinn gesehen. Du hast also, ja schon mal gemalt, ne? Warum sollst du es nochmal machen? Genau, also ja. es war halt immer so, ich male jetzt mal keine Ahnung was und dann ja gut, erledigt und weg. Aber dass es halt wirklich was mit einem macht und dass sich das dann entwickelt, wenn man es öfter macht, das ist schon erstaunlich. Ja, und bei Die Stars malst du Gegenstände, aber du hast auch Porträtsketching. Ja. Da kann man sich praktisch zuwählen und sich zeichnen lassen. Genau, und die Mutigsten lassen sich quasi ihr Antlitz zeichnen, die Halbmutigen zeigen Dinge in die Kamera. Okay. Aber da ist auch das Beeindruckende, finde ich, dass so viele einfach auch mitmachen. Also du hast mittlerweile eine so große Community, die eben auch zeichnen und dann total froh sind über diese Motive, also ne, dass sie jemanden haben, den sie zeichnen können. Und dann ist ja schon auch so dieses sich gegenseitig zeigen, wie man es gezeichnet hat. Und da sieht man total, dass der eine den Stil hat, der andere den. Mhm. Also es unterscheidet sich, aber du erkennst die Leute immer und auch die werden so viel besser. Also wenn man da mal zurückguckt, wie sich das entwickelt hat bei jedem Einzelnen, das finde ich total gut zu sehen. Ja, das stimmt. Das kann man, toll. Kann man an manchen Accounts sehr, sehr gut sehen. Ja. Genau, und was hast du noch? Ja, bei dem letzten, das du jetzt relativ neu hast, da konnte ich also nur einmal die ersten zwei Sachen mitmachen und habe so gedacht, boah, was macht er jetzt wieder? Da würfelst du und es ist so ein bisschen spannend, was passiert, also was man malt. Du weißt es eben vorher selber nicht. Und du hast auch noch Schulterblick, hast du noch? Ja. Da guckt man dir zu, wie du ein Bild abmalst quasi, sketcht. Nein. Ein Bild? Nee? Nein. Sondern? Nicht schlimm. Anders, die Leute gucken nicht über meine Schulter, sondern ich gucke über deren Schulter. Also es gibt um 20 Uhr ungefähr ein Motiv, das kriegen sie, malen das alle, fangen an. Malen es zu Ende, fangen erst um 10 vor 9 an, dann geht der Livestream an und dann können sie ihr Bild zeigen, egal in welchem Stadium sie gerade sind. Ah. Und dann, wenn ich kann, lasse ich da, sage ich was drüber. Ach cool, ich habe immer gedacht, du zeichnest das. Nee, das würde ich auch gerne mal wieder machen, aber das schien mir am Anfang so super langweilig, weil das ja am Anfang alle gemacht haben. Das ist ja das Logischste, was du machen kannst als Maler oder Zeichner, dass du dann irgendwie das zeigst. Aber dann dachte ich irgendwie, was kann denn das Medium noch? Was kann man denn also auch interaktiv irgendwie und so? Und dann habe ich dieses klassische Livestream-Ding. Ich habe das Gefühl, das darf ich umgedreht. Gar nicht. Naja, aber ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, über meiner Schulter ein Bild malen, dann würden die alle sagen, langweilig. Ach ja, okay. Ja gut, und bei dem, wie heißt es mit den Würfeln? Roulette. Das ist total verrückt. Gries holt gerade was. Okay. Gries zeigt uns das jetzt mal. Ja, sehr geil. So, guck dir das an, Andrea. Ja, Sekunde. Ich muss gerade. Dann kommen denn hier so Würfel. Ah, sehr schön. Und dann würfeln wir halt, wie lange haben wir Zeit fürs Motiv? Dann würfeln wir, welches Material benutzen wir, also welche Technik. Habe ich extra auch einen Bleistift geschrieben, damit man es ab und zu vielleicht auch mal ändern kann. Ja, klasse. Dann gibt es 6 vorbereitete Motive aus verschiedenen Bereichen und dann wird dann beim letzten Würfel halt gewürfelt, was es für ein Motiv wird. Oh. Ja. Sehr cool. Das klingt sehr stark. Adrenalin pur. Ja, und das letzte Mal, als ich zugeguckt habe, aber ich konnte ja auch immer nicht richtig zugucken, weil ich ja immer Nachtschicht hatte und dann war ich immer so auf der Arbeit, ich muss jetzt zum Rundgang und dann habe ich den Rundgang schnell gemacht und ja, mal gucken, was es so machen, aber ich konnte nicht mitmachen. Das dauert unter Umständen relativ lang, ne? Also das geht dann schon manchmal über eine Stunde, habe ich mitgekriegt. Das soll ungefähr, guck mal, wenn ich saß hier, die Zettel finde ich leider nicht mehr, weil ich habe danach auch, da sind ja sauschlaue Menschen in der Gruppe da, in dieser Bubble. Und dann schreiben die mir Ideen, was man noch machen könnte und wie und was. Und was ja super süß ist, aber
In dem Fall war es halt so, dass sich jemand darüber 10 Minuten Gedanken gemacht hat und auch ein paar Sachen gesagt hat. Aber ich hatte mir davor schon 10, na, würde ich nicht übertreiben, aber 2 Stunden Gedanken gemacht. So, okay. Ich meinte so, ja, pass auf, das ist deswegen und deswegen, weil da war zum Beispiel der Vorschlag, dass es noch einen vierten, oder anders, es gibt zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass es einen vierten Würfel gibt, der entscheidet zum Beispiel, mal nur mit links oder mal hinzugucken oder über Kopf oder was weiß ich. Aber das wurde dann alles auch wahnsinnig kompliziert. Ja. Und ich versuche, ich habe mir hier bei meinem kleinen Mini-Regelwerk, das ich irgendwo habe, versuche ich das so zu würfeln, dass es hier maximal 45 bis 50 Minuten sind. Okay. Und dann dazwischen, klar, bis man das eine und dann noch gequatscht, Anfang, Ende. Die Livestreams sollen eigentlich alle so ungefähr immer eine Stunde gehen. Ja. Außer die Marathons. Ja, krass. Wie Marathons? Marathon, er macht auch manchmal Marathon. Wir hatten zum ersten, zum Geburtstag vom ersten Jahr Grieslife haben wir einen Marathon gemacht. Da war 6 Stunden oder 7 Stunden. Boah. Das ist ja verrückt. Alle einmal durch. Das ist ja verrückt. Morning Show, Kids und was es halt alles gibt. Alles durcheinander. Also oh, ist ja krass. Ja, und dann hast du noch Montagsmaler. Super. Montagsmaler, komm, da hole ich mal auch, hole ich kurz. Das ist herrlich. Ja, wir sind doch das am Montag so sogar. Das ist so schön. Ja, genau, passt ja heute. So, und ich habe jetzt auch den Stream, ich habe jetzt auch die Übertragung gefunden und die Kommentare kann ich lesen. Okay. Montagsmaler ist so ein bisschen gestorben. Weil das Buch voll ist. Ich weiß nicht, bisher waren jetzt die Stimmen, die nach Wiederholungen rufen, noch nicht so laut. Aber mir hat es wahnsinnig Bock gemacht, weil wir spielen es immer bei Somalreisen oder bei Workshops. Mhm. Das ist ein super Spiel und ich zeige dir mal das Buch, weil das ist jetzt nämlich voll. Ja, voll, super. Und, deswegen, sollen wir dir ein neues Buch schicken, Chris? Ich wollte gerade fragen, brauchst du ein neues Buch? Also da könnten wir aushelfen. Hat das Geld vom Jahreskurs nicht gereicht, dass du dir ein neues Buch kaufen kannst? Ja, genau. Guck mal, ich mach mal hier, warte mal. Ich halte mal eins zu und ihr müsst eins raten. Okay. Was? Nee, das ist doof. Was ist das? Muss ich das mal kurz Arschbombe. So, warte mal, nehmen wir hier vorne. Ich muss das mal kurz fokussieren hier, damit man das sehen kann. Ach, weißt du was, wir nehmen gleich das erste. Warte, ich lege hier hin. So. Das ist ein Spiegel, soll das sein. Rauch im Spiegel. Feuerspiegel. Qualmspiegel. Dampf. Darmspiegelung. Na bitte. Ah, Darm. Komm noch rein. Vielleicht sehr cool. Es wird weniger unten rum. Hier. Flaschengeist. Hier auf der Seite. Flaschengeist, ja. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Nee. Spiritus. Achso, nee, also das hier, na gut, man kennt es mittelmäßig. Die haben es aber irgendwann erkannt. Aber das hier ist relativ klar. Der hat eine Frage. Nee, ein Ausrufezeichen ist es doch. Ah ja, okay, Ausrufezeichen da oben, was steht da? Ich verrate es euch hier. Schnapsidee, yeah. Ach, eine Idee alles hat klar. Er. Eine Idee hat er. Und so eine Worte waren das hier. Guck mal, der Schwarzmaler. Oh, jetzt unscharf. Ja, super. So. Jo. Ach, herrlich. Ah, der Schwarzmaler, super. Kannst du den Pleitegeier suchen? Den fand ich so cool. Der Pleitegeier. Pleitegeier. Ich fand den so cool, den Pleitegeier. Ich erinnere mich dunkel. Ah, ich glaube, ich... Nee, ist er nicht. Bügelchen. Aber kennt ihr den hier? Da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und habe den Fliesenleger. Aus dem Grund trägt mein Mann Latzhose. Warte mal, Pleitegeier. Ja, hier. Sehr herrlich. Ja, ich mag den. Ja, der ist super. Der Hals ist super eklig. Ja. Wirklich. Ach, ja, aber das hat tatsächlich. Ich hab's ich mag Geier schon. Übrigens. Ja, ich nicht. Ich mag Geier übrigens. Herrlich, doch.
Ja, also Montagsmaler, das hat mir total gefallen. Machst du mal die Bilder wieder, Ja, die mache ich. Ansicht wieder anders? Ja. Danke. So, Moment mal. Ich überlege gerade, aber es Spotlight-Fern. war noch was, was ich total klasse fand. Ja, Sprachs. genau, du Achso, nee. hast, Galerie. das war, glaube ich, Galerie. auch anlässlich zum Geburtstag, hast du dir Bilder schicken lassen aus deiner Community und du hast Memory gespielt und das Oh. waren Bilder von deinen Leuten. Die haben die dir geschickt, oder? Nicht ganz. Krieg immer nur die Hälfte mit, verdammt. Ja, aber zuliebe, eine gute Hälfte bisher. Sehr schön. Gries rennt wieder weg. Ja, Also, naja, ich ohne glaube, das Sucht. Atelier ist groß. Du Ah, musstest wieder auf okay. das andere hier. Ja, Ja, machen jetzt wir. musst du wieder groß machen. Ach ja, super. Verklickt. So, fokussieren. Da sind wir. Ja. Das ist eine Dose und da sind lauter kleine Lauter Kärtchen kleine drin. Ach, Kärtchen. wie cool. Inchis. Ja, sowas in der Richtung. Das sind Ja, alles wow. Oh Mann, selbst, ey. selbst gemalte Karten. Oh, Und genau. zwar Immer ist zwei, der. oder wie? Die, ja, eben nicht. Ich dachte auch erst so krass. Nur, die Idee ist, dass ich, wenn es jetzt hier, wenn die hier alle liegen, eine Karte ziehe. Ich kann hier sogar hier hinten gucken, wer das ist. Guck mal, der Herr Lehrer zum Beispiel. Und, aber ich weiß gar nicht, ob ich gucken darf. Ich darf mir nur das Bild angucken und muss dann gucken, was das hier für eine Handschrift ist und für einen Stil und welche der anderen Karten dazu passt. Das kann Sehr stark, ja. völlig anderes Motiv sein oder Ja. ist es auch fast immer. Ein paar haben es nicht ganz richtig verstanden, haben zweimal das gleiche gemalt. Aber Das was macht macht nichts. das? Das macht überhaupt Ja, nichts. aber guck mal, wie genial das ist, ne? Also, wenn du das hinkriegst, dann kennst du die Leute in deiner Community wahrhaftig richtig gut. Also, alle Achtung. Also, das nenne ich mal Verbindung. Das stimmt, dann würde man auch meinen, sowas gehört zueinander irgendwie, denn auch die gleichen Farben, aber Ja, aber sind gar verschiedene nicht, ne? Leute. Ja. So Sensationell, also cool. das finde ich richtig, richtig klasse. Ja. Ja, also die Idee schon allein finde ich total klasse und ich fand, du hast es halt super toll. Also ich habe reingeguckt, hatte da auch wieder Nachtdienst und habe reingeguckt, wie du das praktisch aufgelöst hast und wie viele da auch im Livestream waren und habe so gedacht, boah, was macht er da wieder Krasses? Und das ist echt einfach toll. Ich bin total gespannt, auf was für tolle Ideen du noch so kommst. Ja, ich auch. Danke. Beziehungsweise bei dem Ding hier speziell muss man ja sagen, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ne? Das haben die sich selber ausgedacht, das Konzept quasi. Die haben sich das selber auch aufgeteilt, dass die irgendwie wissen, wie viele Karten es gibt, dass welche Größe das ist, was für ein Papier es sein soll. Dann haben die die alle einzeln nacheinander zu mir geschickt. Also die kamen jetzt nicht alle in einem Wusch, sondern mit lieben Briefchen und Kärtchen dazu. Da ist natürlich die meiste Arbeit auf der anderen Seite der Bubble Irre, gewesen. richtig cool. Ja, aber wie sind die vernetzt? Also wie können die miteinander so kommunizieren? Das kann ich dir fast ganz beantworten. Die haben am Anfang eine Instagram-Gruppe gebildet. Kannst du so machen. Aber da ist, glaube ich, bei 36 Teilnehmern Schluss. Ah, okay. Und dann hatten sie die Idee, einen Account zu machen. Ja. Den haben sie Gries Gang Ja, genannt. genau, die habe ich neulich gesehen, ja. Und da bin ich auch nicht drin. Weder ist es mein Account, noch bin ich da in der Gruppe. Mich nehmen die nicht an, weil die halt ab und zu mal so eine Überraschung planen und so Sehr weiter. schön. Ja, Oh, also sehr cool. deine Gang ist hier auch reichlich vertreten, denn in den Kommentaren sehe ich gerade, die Kriegsgang darf gern erwähnt werden. Aha. haben wir schon. Wir Die lassen niemanden Griesgang müsste aus. eigentlich wissen, dass sie das nicht sagen muss. Wir lassen niemanden aus. Das ist genial, ja. Ja, Es gibt sehr keine cool. Griesgang, schreibt hier jemand. Was? Ja,
Schwierig. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ach, Sie sagen manchmal, dass es sie gar nicht gibt? Nein. Wer? Heim. Damit es heimlich ist? Ist geheim, steht hier. Ist geheim, okay. Ja. Also Sie wollen lauter, inkognito bleiben. Lauter dunkle Sonnenbrillen. Ja, okay. Alles Bots. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, sag mal. Weißt du was? Du hast jetzt was zu malen da. Was hast du dir... Ja. Was willst du uns zeigen? Der Schein trügt. Ich habe immer was zu malen da tatsächlich. Ja. Vor allem auch immer roten Kugelschreiber für korrigieren. Also du gehst auch tatsächlich nie ohne Never Leave Home Without Malsachen. Yes, exactly. So ist es. Guck mal, ich war hier heute... Ich hatte den Spruch bisher erst nur von der Ukulele, aber Malsachen ist auch gut. Ja, aber es gibt es doch auch hier von, wie heißt sie denn? Warte mal, habe ich auch hier noch? Warum ist denn das alles hier? Warte mal hier. Genauso in Ordnung wie ich. Das war doch auch von Cube, dieses Ding. Never Leave. Nee, war das auf Deutsch? Geh nicht nie ohne Malsachen raus? Keine Ahnung. Ja, wir haben einen Podcast. Lass deine Kinder nie ohne Malsachen. Das könnte gefährlich werden. Lass deine Kinder nie ohne waschbare Malsachen. Mhm. Oh, hier wackelt es aber doll. Warte mal. So, ich könnte euch mal zeigen, wo ich heute nämlich gerade noch war, höchst aktuell. Und zwar beim Kindinsel. Da war ich gerade eben. Ui. Also, heute Mittag. Mhm. Und hier ist die Gang. Warte, wer scharf? Na los. Sketchers. Warte. Ja. Rhein-Main. Die waren heute da. Und dann haben wir eine Runde gezeichnet. Ich glaube, hier irgendwo ist auch noch, guck mal hier. Die können es natürlich am besten, ne? Ja. Da malst du und tust da und schattierst und lasierst und dann machen die so eine Seite. Ja, ne? Und die ist einfach perfekt. Diese Kinders, ey. Ja. Sehr cool. Warte mal. Hier, da waren wir noch in der Confiserie. Feinst ein Käffchen trinken. Aber das war's dann auch. Aber damit ist jetzt mein Buch endlich voll. Und damit ist auch mein erstes Kottenbuch voll. Wie ist denn das? Wie das ist? Ja. Ich habe eins hier liegen, ich habe es noch nicht aktiviert. Also, wie soll ich es sagen? Es ist sehr gut. Es ist fast zu gut. Fast zu gut, verstehe. Ja, verstehst du? Ja, verstehe. Das hat irgendjemand mal gesagt und dann meinte die Person so, wie kann das zu gut sein? Aber ja. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Dann werde ich es mal aktivieren, die Tage. Also ich glaube, dass jemand, der eventuell noch nicht so frei, locker und mutig im Skizzenbuch unterwegs ist, sich noch nicht das holen braucht. Mhm. Für Sketchen ist es, also alles, was man, anders. Für Sketchen ist es eigentlich zu krass. Das ist ein Aquarellbuch halt, ne? Genau. Und draußen hast du ja jetzt nicht unbedingt Zeit, da eine Stunde lang Lasuren rüber zu ballern. Mhm. So. Deswegen kommt man da, glaube ich, auch dann schnell in so einen Druck irgendwie, dass man denkt, es muss jetzt wieder ein besonderes Aquarell sein oder aufwendiger. So. Ich habe ja dann auch so angefangen. Also warte, hier, wenn es noch an ist. Warte mal, hier ging es noch, aber hier habe ich dann auch, wie sieht denn hier, es sind ja recht aufwendige Porträts. Das ist da ist zum Beispiel gar keine Linie, sind ja eigentlich eher Aquarellmalereien als Sketches. Und dann habe ich gemerkt, oh lala. Und dann habe ich den noch gemacht. Aber dann habe ich das hier gemacht. Und dann wollte ich halt wieder, dass da lockere Dinger drin sind und Zeichnungen, weil das ja eigentlich eine Skizze und ein Sketch ist. Die funktionieren natürlich saugut. Wunderbar, ne? Ja. Das kann man natürlich gar nicht anders sagen. Bloß die Frage ist dann, ob man dann schnell in so, oder ob man dann schneller in so einen komischen Druck wieder geht. Ja, dass man es perfekt machen will, ne? Ja. Also richtig gut machen will. Und das mag ich zum Beispiel total an deinen Livestreams, das muss ich jetzt mal sagen, weil als ich angefangen habe, dich zu gucken bei Insta, habe ich kaum gesketcht. Also ich konnte das nicht und zeichnen und so, das war jetzt nicht so meins. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und du hast da so eine ermutigenden Worte und so eine schöne Art, auch die mitzunehmen, die halt noch nicht total geübt sind. Ja, das finde ich eben, also ich glaube, das verbindet uns,
weil das machen Andrea und ich auch, dass wir immer sagen, ja, es muss nicht perfekt sein und leg einfach mal los, mach und einfach guck mal, einfach ja. mal und dann wird schon und eben Übung macht den Meister und tralala. Und das hast du eben auch so, dieses andere ermutigen können. Das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder. Also manchen ist es einfach auch nicht wichtig. Und bei dir hatte ich immer so das Gefühl, dass dir das schon wichtig ist, dass du die Leute zum Mitmachen animierst. Oder ist dir das eigentlich egal? So hat er kein Buch geschrieben. Was hast du gesagt? ich denke nicht so viel über sowas nach. Und ich mache das, glaube ich, auch nicht wahnsinnig aktiv. Okay. Nee, dann machst du das, dann ist es deine Art. Ja, also wahrscheinlich. Also wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, über die denke ich viel weniger nach als manch anderer, beziehungsweise als ich es vielleicht auch sollte. Jetzt ist es gerade so, die letzten 5 Jahre ist alles schicki. Aber das war ja auch mal nicht so. Jetzt ist es gerade so, dass diese Entscheidung oder halt auch dieses nicht so aktiv über zum Beispiel sowas nachzudenken, dass das gut funktioniert. Wer weiß, was in 5 Jahren ist, das weiß ich nicht. Aber das ist wenig durchdacht und geplant. Ja, aber es kommt von Herzen und dann muss man auch nicht nachdenken. Also ich glaube, das ist das, weil es eben von Herzen kommt und du machst es ohne nachzudenken. Das passiert halt so intuitiv. Das nehme ich gerne an, Silvia. Ja, das ist so, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das hat den Faktor von wegen, wenn die Leute mitkriegen, jemand macht da sein Ding. Ja. Dass man da gerne nacheifert. Und wenn sie sehen, ja, okay, das funktioniert ja irgendwie. Und wenn nicht, macht es halt einfach einen Riesenspaß. Dann bin ich halt dabei. Es muss ja auch gar nicht funktionieren. Eben, das ist es. Ne? Es muss gar nicht funktionieren. Es macht am allermeisten, glaube ich, so wie uns das Spaß macht, macht es dir halt auch Spaß, was du tust. Und das merkt man. Ja, und darum geht es mir auch. Ganz viele sitzen dann in den Kursen früher oder auch in den Online-Kursen, ganz viele nicht, aber schon ein Teil, und wollen dann das so, wollen das lernen und wollen sofort Fortschritte und besser werden und in einer Woche oder in einem Monat Porträt zeichnen können. Und ich finde das ja gut, aber ich halte die auch immer zurück. Ich sage immer sowas, so 70-80% ist es viel wichtiger, dass man eine gute Zeit, dass man ein gutes Gefühl hat beim Malen. So. Ja, das sind 70-80%. Und wenn du dann aber einen gewissen Ehrgeiz hast und irgendwie besser werden willst in was, dann verlagert sich das natürlich, weil dann denkst du, probierst was aus und kriegst nicht hin, dann wird es auf einmal auch frustig, dann hat es überhaupt nicht mehr mit gutem Gefühl zu tun. Oh ja, ja. Aber das ist dann deine Entscheidung. Also es ist wie, gehe ich tanzen und bewege mich einfach zur Musik so, oder gehe ich in die Tanzschule und mache bei einem Wettbewerb mit. Und will es als Leistungssport machen, ja. Ja. Ja, ich glaube, diese Entscheidung muss tatsächlich jeder für sich treffen, ob bei dem Spaß oder ja, ob die Freude daran überwiegen darf. Und es ist ja auch, selbst wenn du irgendwie so im Hinterkopf die Idee hast, ich möchte damit vielleicht auch mal was mehr machen, geht es trotzdem viel leichter, wenn ich das von der leichten Seite her angehe, nämlich so, dass ich da drin meine Freude suche. Naja, ja, also grundsätzlich ist es immer schön, wenn Arbeit Spaß macht. Ja. Ja. Weil das nützt ja nichts, wenn ich mich jetzt, was weiß ich, irgendwie hier im aufs Porträt malen, weiß der Teufel, irgendwie konzentriere, fokussiere und mich da ausbilde, weiterbilde, mache und tue. Und aber eigentlich fühle ich mich damit null wohl. Und ich würde dann vielleicht irgendwann mal Aufträge machen, aber ich kriege schon einen Knoten in den Bauch, wenn ich nur dran denke, dass ich da das nächste Porträt skizzieren soll. Ja, gibt's aber. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja. So Horror. Furchtbar. Ja. Ganz schlimm. Ja. Und das wollen wir nicht. Andrea, du wolltest, glaube ich, mal Kommentare noch lesen. Und da komme ich nicht hinterher, tut mir leid. Sind die frech?
benehmen die sich? Ja, wir haben alles da gut. Hier ist nur die Frage aufgetreten, ob alle Finnen Lügner wären. Alle Finnen Lügner. Oh, die sind schon wieder ganz irgendwo, hä? Ja, ich nehme es an. Also deswegen, das ist, glaube ich, sehr intern, was da gerade abgeht. Ja, okay. Und, genau, und jemand fragt, sagt es, ein schickes Blatt. Ja, ne? Ein schickes Blatt. Also wir malen heute mal nicht. Wir können auch wer mal hat, nicht malen. Wer hat eigentlich, wer hat eigentlich den Faber-Castellis gesagt, dass sie ihre Aufdrucke von den Farben auf die Stifte in Gold schreiben sollen? Was ist das für ein Hörnchen so gewesen? Weil man das nicht lesen kann, weil das nur spiegelt. Vielleicht hört ja jemand von Faber-Castell zu, dann an der Stelle schönen Gruß. Ihr, euer Barcode, der ist in weiß, den kann man schön lesen, aber den Rest nicht. Aber du hast recht, am Ende ist es, glaube ich, fast spektakulärer, wenn ich nicht, wenn hier nicht gemalt wird. Das wäre mal was Außergewöhnliches, ne? Ich bin ja auch noch ganz, ganz, ganz provokant. Und bitte noch den Aquarellkasten. Ja, warte. Die kennen deine Blätter in dem Zustand gar nicht, ne? Nee, dass die so lange nicht. Sollen wir sind ja auch ein Podcast. Wir brauchen keine Bilder. So, bei uns funktioniert es ohne Bilder. Ihr seid heute woanders. Außerdem ist er längst fertig. Der hat die ostfriesische Nationalfahne gemalt. Oder was wir noch machen könnten, wir könnten jetzt sagen, guck mal, ich mal hier gerade. Und die sagt, oh, das ist ja schön, wie das Rot da reinläuft in das Gelb. Oh, ah, genau. Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen Wasser dazu. Oh, wie die Farbe verläuft. Ja, Hammer, ne? Guck mal diese Spuren an. Boah, einer, der die Aquarellfarben richtig unter Kontrolle hat. Ja. Ich kann das China-Kridonen-Gold fast hören. Herrlich. Okay, wir erwähnen jetzt aber auch noch der Vollständigkeit halber, dass du einen Shop hast. Ja. Und dass man in deinem Shop richtig coole Sachen kaufen kann. Was gibt's denn da? Ah, ich habe hier Pullover in schöne Farbe, in schwarz, mit Aufdruck. Ah, cool. Hier hängen so ein paar Sachen. Warte mal, wo ist denn die Kamera? Hier, warte mal, ich gehe mal hier so hoch. Dann sieht man die vielleicht. Warte mal, dann muss ich dich mal wieder in das hier mal entfernen und mal wieder normal machen quasi. Galehi. So, wo ist er? Ach, da hängen doch die Klamotten, guck mal. Da oben hängen sie. Ja, wow. Sind so ein paar von den Sachen, die es da gibt. Und ansonsten gibt es natürlich nicht nur Klamotten, sondern es gibt endlich die Möglichkeit, meine Bilder käuflich zu erwerben. Wenn man guck an. Als Drucker oder original? Bisher nur Originale. Mhm. Ja, wir arbeiten aber an Drucken. Ja, und dann gibt es die große Merchandise-Maschinerie. Ja, ehrlich gesagt, auch das, da kommt dann auch ein Bekannter an, der ein BWL-Hoshi ist, so nennt er sich selber, und hat dann so Ideen. BWL-Hoshi, schön. Und dann reden wir ganz lange über was und dann Vorschläge, und dann machen wir so und dann machen wir das und mach doch das. Und ganz zum Schluss, kurz bevor er geht, sagt er, ja, oder? Du machst es einfach so wie immer hier, alles aus dem Bauch raus und organisch. Okay, ciao. Und dann geht er wieder. Aber er hat natürlich auch gute Ideen und ein paar davon haben wir durchgezogen. Und eigentlich war der Shop, weil es war sehr, sehr aufwendig, was zu kaufen von mir, wenn man es wollte. Ja. Also es gibt da die Originale, es gibt da Klamotten und keine Produkte, also keine Bleistifte, da hatte ich keine Lust drauf. Ja, das kann ich verstehen. Aber Pinsel schon, oder? Allerdings gibt es den Pinsel und das Buch, weil die mir zu tun haben. Aber keine anderen Pinsel und keine anderen Bücher. Was ist das für ein Pinsel? Was ist, ich oute mich als unwissend. Ich habe versucht, den zu bestellen, aber da war dein Shop gerade einen Tag online und es ging dann irgendwie nicht. Oh. Dann dachte ich mache das wann anders, aber ich habe es seitdem nicht gemacht. Wollt ihr, ich kann eine Produktpräsentation, glaube ich, ist besser auf dem weißen Blatt. Ja, mach mal. Auf dem weißen mach Blatt. Mal dann groß. Machen wir das mal wieder groß. Für die Leute, die jetzt einen Podcast hören. Genau, jetzt wird die ostfriesische Nationalflagge dann doch noch ein bisschen bunt. Hier, so sieht er aus. Das ist die Verpackung. Aha. Der ist ja schon edel verpackt. Ach ja, guck mal. Ja, doch. Edition Grau. Und dann so, Gries öffnet die Verpackung. Spektakulär. Der ist ja durchsichtig. Der ist durchsichtig. Sehr cool. Hinten dran. Der Stiel durchsichtig und da steht
deine Unterschrift. Da ist die Unterschrift drauf und hier hinten ist die Kratzspitze. Aha. Eine Kratzspitze. Ach ja, das ist genial, weil die meisten, Pinsel sind einfach hinten viel zu rund. Genau. Zum Kratzen. Das hier ist eine Stufe vor der teuersten und spitzesten Bindung, oder wie das heißt, also die zweitspitzeste. Und tatsächlich gutes organisches Haar. Also kein Synthetik. Nicht vegan, kein Synthetik. Wäre jetzt meine Frage gewesen. Ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Ja, ich weiß. Reden wir nicht weiter drüber. Der Pinsel ist super. Und welche Stärke? Es gibt nur diesen einen, das ist ungefähr vergleichbar mit 8er, 10er. Ich würde auch sagen 8er, ja. 8 bis 10 irgendwie. Wird er denn nicht, guck mal, jetzt wird er nur so, wird er mal scharf. Fokussiert es nicht gerade, ne? Jetzt. War ja, zu so dünn. Und da haben mich mal die Leute von Da Vinci gefragt, ob ich Lust habe, mit denen Pinsel zu entwickeln. Und da habe ich ganz viele Pinsel bekommen. So Prototypen, die hier auch alle noch rumliegen, mit so weißem Haar und so. Und die sahen so fancy aus. Schön französische Bindung. Und ich habe die aufgemacht mit einem Kumpel zusammen, der auch so eine Pinselmarke hat wie ich, Majestico. Und dann haben wir zusammen das live bei WhatsApp-Video aufgemacht, das Paket. Und dann beide so, oh mein Gott! So Geräusche halt gemacht. dann irgendwie, ja, aber die Haare, das ist zu weich oder was weiß ich. Und ich habe mich dann irgendwann letztendlich für den entschieden, gegen die Schönheit für die Funktion. Ja. Weil hier diese Spitze hier hinten fand ich pfiffig und die ging aber nicht mit Holz. Und wenn das aber hier Plexiglas ist, bedeutet das, es gibt keine französische Bindung, die ja offiziell viel schöner ist. Also musste ich da, habe ich mich dann für den hier entschieden. Muss man Kompromiss machen. Ich habe noch nie was von französischer Bindung gehört, also völlig okay. Hier, das hier, wenn die so außen die mit den Drähten drumherum. Okay. Das ist natürlich irgendwie schöner, also wenn du einen Pinsel zeichnen willst zum Beispiel, ist das ja hier fast die schönste Stelle zum Zeichnen, weil da was los ist und das ist schwieriger. Ja, aber der Pinsel ist ja eigentlich dazu da, damit man da mitzeichnet und nicht, dass man den Pinsel zeichnet. Ja, aber okay. Das stimmt natürlich auch. Nicht bei Urban Sketchern. Ja, die machen sowieso alles, wie sie wollen. Die machen das alles, drehen alles rum. Was die Damen heute bei hatten, das sag ich dir, Tintenfässer, große DIN A3 Bögen und Klebfolien und ich kam da mit meinem Minikasten und dem Buch hier und die haben da richtig, richtig draußen gemalt. Das ist aber schon auch so ein bisschen hypertroph, oder? Ja, ich meine, die haben einen Trip gemacht in eine andere Stadt, alles Gleichgesinnte, und da ging es halt volle Pulle ums Malen. Und dann kannst du auch mal auftragen draußen. Ja, dann lohnt sich das ja auch mal. Und wenn du gerade in so einer Gruppe malst, ich finde, es macht total Spaß. Also ich war letztens mit den Würzburger Urban Sketchers unterwegs und es hat echt Spaß gemacht. Wir waren am Main unten, das war so der erste Tag mit Sonnenschein und wir haben dann angefangen zu malen und ich habe irgendwann hochgeguckt und denke so, ja verdammt, wo kommen die ganzen Leute her? Auf einmal war alles voll mit Leuten, weil halt so schönes Wetter war und da unten halt so eine Flaniermeile ist. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie man da so versinken kann im Malen, wenn man draußen malt. Ich male nicht oft draußen. Also das war, habe ich noch nicht oft gemacht. Werde ich dieses Jahr öfter machen. Ja, voll. Habe ich mir fest vorgenommen. Ja, haben wir hier in Hersfeld auch vor. Das war wir. Ja, wollten wir letztes Jahr machen und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja. Malst du jetzt echt nichts mehr, Chris? Chris hat aufgehört zu malen. Wollen wir das jetzt wirklich machen? Jetzt hier bei Minute 60 oder so können die Leute hören, was ich mit sympathischer Hartnäckigkeit meine. Ne? so bin ich jetzt halt. Nichts mehr? Willst du nicht doch mal? Ja, schau mal, die warten alle. Also ich finde die Energie, ehrlich gesagt, mächtiger, wenn ich jetzt nicht male. Aber ich sag mal so, jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen und auch kitzeln. Ihr müsst mir schon, ihr müsst mir Impulse geben. Also ich hätte ein Kuscheltier hier.
wenn du eins malen möchtest. Zeig mal her. Ich überlege gerade, nee, Andrea, lass okay. mal. Oh, oh. Ich finde, wir sollten unser Spiel mal machen, was wir, also das können wir doch gut zu dritt machen. Was hast denn du da, Andrea? Hast du was zum Malen griffbereit? Ja, ich habe ein Sketchbook, genau. Ich habe hier, ich swatche gerade, oder wie heißt das? Also Andrea und ich spielen ganz gerne auch ein Spiel. Und das haben wir auch mal an einem Malmittwoch gemacht. Wir machen in unserer Facebook-Gruppe, oder haben wir eine Zeit lang, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt mittwochs immer eine offene Malgruppe haben. Aber wir haben eine Zeit lang immer in unserer Malfreunde-Gruppe am Malmittwoch, das war einmal im Monat, immer so Malimpulse gegeben. Und da hatten wir ein Spiel, aber ich muss jetzt mal das Buch wechseln. Sag mir, welches du meinst. Wir sagen abwechselnd ein Tier oder ein Gegenstand. Wir können sie erweitern auf Gegenstand. Und wir malen alle und das gibt so One-Line-Gedöns, also Fineliner. Ah, ja, genau. Und dann sagen wir abwechselnd irgendwas und jeder malt und dann ist der Nächste dran und sagt den nächsten Impuls. Genau, das, den Silhouettenzoo. Ja, wir hatten es mit den Tieren gemacht, genau. Okay, das heißt, hier noch was Leeres? Es wird gezeichnet, ja? Jo. Ja. Moment. Wir können es danach aber natürlich auch noch aquarellieren. Noch also du kannst deinen Block da lassen. Mein Tier dreht hier gerade ab. Was dreht ab? Mein Tier. Was hast du für ein Tier? Wir haben eine neue Katze. Und die dreht ab. Die hat gerade ihre dollen 5 Minuten hier. Die darf noch nicht raus und die würde gerne raus. Ja. Nein. Okay. Die muss uns erst kennenlernen. Nein. So ein. Was ist denn der? Mann, immer wenn man den sieht. Also wichtig mit einer Linie? Ja. Ach, ja, und wasserfest wäre ja irgendwie auch wichtig. Wasserfest ist auch okay. Ja. Okay, ich hab was. Wobei du es auch mit Buntstiften bunt malen kannst. Okay. Wer fängt an? Wie groß ungefähr? Womit rechne ich hier? Also du kannst von oben anfangen, kannst von unten anfangen. Ist egal, also ich fange unten immer auf der Linie an und dann stapel ich. Man kann die dann so hintereinander stapeln. Wie viele werden es ungefähr? Kommt drauf an, wie lange du Lust hast. Wir haben noch. Sagen wir mal so 10, ne? Okay. Ja. So, und ich habe Querformat und fange auch unten links an. Aber es ist eigentlich völlig wurscht. Genau. Das ist total geil. Mach, wie du denkst. Mach aus dem Bauch raus. Okay. So, wer fängt an? Ja, du hast vorgeschlagen, du fängst an. Okay, dann Huhn. Ich zeichne jetzt einen One-Liner-Huhn. Mhm. Ah. Ach so, und damit die Linie weitergeht. Ah, dann mach ich mal so. Huhn aus. Geht auch ein Hahn? Ja, geht auch. Wir sind da nicht so streng. Ein männliches Huhn halt. Und dann ein Frosch hinten dran. Den Frosch aus. Jetzt will man den ja so klein machen. Aber warum? Macht ja nichts draus. Ich weiß auch nicht, warum ich einen Frosch genommen habe. Ich kann den doch eigentlich auch nicht. Haben Frösche Schwänze? Nein. Und auch Frösche nicht. Haben auch, glaube ich, keine Ohren, oder? Wie ist das? Zumindest keine nach außen gerichteten, glaube ich. Jetzt muss ich was sagen. Aber sehr cool. Jetzt musst du erst was sagen. Ich bin doch nicht so schnell. Ach so, okay, dann warten wir auf die Silvia. Und dann darfst du was sagen, Chris. Super Frosch. Oh. Ich
Yes. Also der, okay, der erzählt schon eine Geschichte. Nur Tiere? Ja. Nee. What you will. Dann will ich jetzt, nee, ich nehme auch nochmal ein Tier. Aber was für eins? Klein? Vogel haben wir schon. Dann bin ich ein Fisch. Ach so, na doch, doch. Ich nehme Fisch, und zwar ein, ja, ein Fisch. Ein Fisch. Dann mach ich mal hier lang. Lange keine One-Liner mehr gemacht. Ja. Fisch. Jetzt habe ich hier für ein schmales Viech habe ich hier noch Platz. Dann was Schmales. dann hätte ich gesagt, eine Giraffe. Verdammt. Herrlich. Nächste. So, ich bin dann dran. Okay. Halt. Halt. Das geht doch nicht, eine Giraffe ohne Augen. Das geht nun wirklich nicht. Das geht auch nicht. Dann nehmen wir jetzt eine Rakete. Eine Rakete? Ich will jetzt eine Rakete mal. Eine Rakete? Ich glaube das nicht, weil man. ja. Wie sieht eine Rakete aus? Okay. Ja, spitz. Woher sollen wir das wissen, ne? So lange kein Silvester mehr gefeiert. Ich könnte natürlich auch hier ansagen, was hier vorgeschlagen wird. Ja, aber nee, Chris ist jetzt dran. Komm, sag noch eins. Warte mal, jetzt haben wir schon Gegenstände. Jetzt bleiben wir bei Gegenständen in der zweiten Reihe. Bei mir ist es die zweite Reihe. Ich nehme jetzt ein Stück Käse. Okay. Ein Stück Käse. Edamer. Na toll, wie sieht denn Edamer aus? Hat Löchers. Okay. Super. Ich zum Käse passt ein Glas Wein. Ja. Sehr schön. Schon ein bisschen betrunken. Okay. Oh, dann bin Andrea, ich jetzt du wieder bist dran. Beim Wein nehmen wir doch gleich auch noch die Trauben nebendran. Uiuiui, Trauben, klar. Trauben sind noch ganz einfach. Ne? Lup.
Ich habe noch Platz für eins. Du hast noch Platz für eine Traube. Nee, noch für eins, für eine, ein Ach so. Okay, Silvia? Ach, du bist noch. Ja, Jemand möchte Erdnussflips gezeichnet haben. Hat jemand Hunger? Ja, dann muss er mitspielen. jetzt hast du mich rausgebracht. Ich hatte gerade schon eine Idee. Was hatte ich denn? Das fällt dir wieder ein. Wir bleiben bei Gegenständen, haben wir gesagt. Ja. Käse, Wein, Trauben. Dann hätte ich jetzt gesagt, da fehlt mir jetzt, also es sind alles Sachen, die ich total gerne mag und deswegen fehlt da jetzt Pinselwasser mit Pinsel. Pinselwasser mit Pinsel. Oh, super. Ich habe hier gerade den optimalen Pott stehen. Ich kann quasi nur abzeichnen. Französische Bindung? Gerne. Gerne. Oh, hier ist Achso, der Ding fällt hier oben drauf. Okay, eine Reihe schaffe ich noch. Okay. Andrea? Achso, ich bin dran. Oh, verflixt. Verflixt. Und jetzt? was nehme ich denn jetzt? Oh. Genau, hier kommt eine Gabel. Ich bediene mich jetzt hier einfach mal an den Vorschlägen. Was sagen die Gabel? Eine Gabel, ja, genau. Okay. Weil mit irgendwas muss man den Käse auch essen. Ich bin gespannt, wie wir da eine Geschichte draus machen wollen, wenn wir hier bei einer Geschichte mittendrin starten, aber was mit dem Huhn und dem Frosch am Anfang? Und dann kam eine Rakete, dann sind wir aus dem Zoo mit einer Rakete. Okay. Also eine Gabel habe ich. Gabel haben wir, ja. Ich auch. Chris, du bist dran. Dann bist du wieder dran. Ich nehme ein Kissen. Ah, okay. Fertig. Hast den Schwiegermutter-Knick vergessen. Oh, ja, siehst du? Okay, dann geht's bei mir weiter mit einem Buch. Euer Buch. Buch sind. Dann. Jetzt habe ich irgendwie platzmäßig nur noch eins übrig. Eins übrig. Okay, dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal. Ach Mensch, ich bin heute so einfallslos. Fürchterlich. Eine Schere. Ja. Okay. Alles klar. Meine Linie ist noch hot. Soll man noch was? Nee, ich meine, du brauchst noch was? Nee, warte, jetzt. Achso, hier. Ah. Oh, jetzt. Achso. Super. Ein Punkt darf man sich erlauben. Weil hier ist eigentlich auch noch ein T-Strich. Okay. Super, klasse. Weißt du was? Ja. So. Jetzt gebe ich einen Impuls zurück. Okay. Stille.
Man muss jetzt kolorieren. Ach so, ich weiß nicht, ob ich habe jetzt Aquarell hier. Weiß nicht, ob ihr das habt. Ja, ich hab auch Aquarell, aber fürs Aquarell leider das falsche Papier. Und dann darf war ich... cool. Vetter, Vetter 22. Ein Zeichen. Ja. So. Oh, ja, pass mal auf, hier kommt der Anfang der Geschichte. Sagte das Huhn zum Frosch: Komm, lass uns Fische versenken, spielen und der Giraffe einen langen Hals machen. Nach dem spielerischen Abenteuer schossen sie mit einer Rakete die Löcher in den Käse. Denise. Lass uns Fische versenken, spielen, stand da? Ja. Fische versenken? Fische versenken. Das kann nur Denise einfallen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Lass uns Fische versenken. Okay, also mit Aquarell einfach jetzt bunt machen. Genau, und zwar dachte ich mir, ich mische mir jetzt hier eine Farbe, eine Huhnfarbe, da ist Huhn. Seht ihr Huhn? Ja. So ein bisschen, ein bisschen Hühnerrot noch rein. So, na, noch ein bisschen Hühnerbraun, so vielleicht. Und dann nur eine Farbe. Und damit das ganze Ding bespielen. Einmal Pinsel aufkommen lassen. Hier, einmal so. Jetzt nehme ich den, jetzt kommt der hier, sag mal, der Frosch. Warte. Mhm. Nur ein Fleck. Okay. So. Ja, alles klar. Das kriegen wir hin. Nemo wird natürlich orange. So, dann will ich mal einen Pinsel haben. Le Giraffe. Sehr cool. So. Das Huhn. Die Rakete, was hat dich denn da geritten? Ich weiß auch nicht. Ich bin da immer bei. Welches ist das? Tim und Struppi? Nee, das ist nicht Tim und Struppi, oder? Rakete fand ich super. Dieser belgische Krimi, die haben noch diese schicke Raketchen da. Mhm. Rotwein, oder? Bestimmt, ja. Das war ich trinke nur weiß, aber... Ich auch. Also wenn ich trinke... Aber wenn, dann nie rot. Sagen wir mal so rum. Aber der wird rot. Rot ist schicker hier an der Stelle, glaube ich. Obwohl, welche Farbe hat das? Ist das denn, die sind so entweder grün oder so ein lila, ne? Der ja, Weintrauben, die sind so, ja, so Bordeaux-rot halt, dunkel. So dann bläulich mehr. Das hier, nämlich das hier für die Trauben. Und jetzt der Weißwein. Yep. Echt nur ein Fleck für die Giraffe. Wie soll denn das gehen? Du kannst ihn schon noch so ein bisschen ziehen oder so. Sollst jetzt nicht so, so. Ist schon klar. Boah, ey, was ist denn hier? Wie macht man denn Weißweinfarbe? Das ist warmes. Also willst du sehen? Guck, so. Weißweinfarbe. Ja. Aber wie möchte ich die? Warmes Gelb, sagst du? Ich dachte, das ist eher kalt. Ja, ja, also das ist hier so. Nee, ich war beim Käse, da war das warme Gelb. Entschuldigung, ich war noch nicht. So. Also nicht mehr. Das fand ich jetzt gar nicht. Oh, was soll's? Ist das zu viel? Voll. Malwasser. Ja, das, da kann ich hier mal schön aufräumen. Ja, wo ist sie denn? Wo ist denn meine Gabelfarbe hier? Du hast eine Gabelfarbe extra. Echt, komm her. Ich habe Gabelfarbe hell und Gabel. Oh Gott. Super. Ja. Nachbarn haben nur Gabelstapler. Mhm. Boah. Ja, das ist auch schwer. Die Gabel ist auch schwer. Ähnlich wie die Giraffe. Jetzt das Kissen, das wird rosa. Meins ist türkis. Oh Himmel. Jetzt hat sich meine Pinselwaschfarbe komplett verändert. Sauerei. Mehr Wasser, ist eine Riesenfläche hier.
Ja, die Schere, da ist jetzt zu nass geworden. Aber ich habe auch kein Aquarellpapier. Aber egal, ist gut geworden. Die Pinselwaschfarbe ist jetzt hier irgendwie so leicht bräunlich. Jetzt noch die Schabel, Quatsch, die Schere. Mein Buch ist pink. Okay. Mein Sketchbuch. So. Schere ist orange. Super. Wer hätte das gedacht? Das ist ja schick. Super. Opernrosa, Kerstin, exakt. Wo sind denn eure? Wenn ich jetzt hochhebe, oh, läuft noch. Nee, also ich habe hier so ein saugendes Papier, das kann ich durchaus mal. Liebe Podcast-Hörer und Zuschauer, die Bilder von Andrea und Silvia könnt ihr euch später, ach so. Könnt ihr euch tatsächlich später. Können die nie angucken. Aber auf der Webseite geil. Schon. Können die immer nur später angucken. Geil. Auf der Webseite schon. Aber Andrea, du müsstest dich kurz groß machen. Ich habe dich nicht, ich habe es nicht gesehen. Ja, okay, dann machen wir das nochmal. Ich tupfe jetzt hier gerade mal ein bisschen weg, dann kann ich es auch hochheben. Dann, ja, bist du soweit? Das ist nicht viel. Ja, zack. Dann werde ich dich jetzt mal, nee, ich schalte dich jetzt hoch. Ach so, okay. So, Moment, irgendwie ist das noch nicht groß, oder? Ja, super. Der Fisch, der Käse. Warte mal, ach so, du hast eine andere... Warte mal, hä? Ach so, da lang geht's. Die Rakete ist top. Ja, die ist echt stark. Wow. Geile Seite. Super. Und jetzt, Andrea, deins. Sie entfernen, okay. Just a second. Das ist mal so ein Geklicke hier. Ich sehe dich schon groß, aber das ist jetzt wieder auf Sprecher. Ja, das ist wieder wegen der Sprechergeschichte. Genau, so. Und so. Yay, oh, so ordentlich. Oh. Die da, ach, an der Seite ist Rand. Hast du den erst gemacht? Den habe ich erst gemacht, ja. Ach, sehr cool. Das ist so eine Marotte. Andrea zeichnet immer gerne mit Rand. Oh, wieso nicht? Ja, sehr cool. Das war spaßig, ja, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Danke fürs drauf einlassen. Ja, wie soll ich denn bei dir Nein sagen? Ja, kannst du nicht gut. Es geht schlecht. Aber tröstet ist auch ganz gut so. Ja, genau. Aber falls es dich tröstet, mir geht das da ganz genauso. Ja, ja, glaube ich dir. Meinst du, daran liegt es, dass du immer das machst, was ich vorschlage, dass du einfach nicht Nein sagen kannst? Du findest es gar nicht gut. Du kennst mich mittlerweile. Ich übe seit vielen, vielen Jahren das Nein sagen. Also mir dient es, dass du das nicht so oft kannst bei dass mir. Dass ich es nicht so gut kann, genau. Also sollen wir euch kurz 5 Minuten mal alleine lassen? Alles gut. Oh, wir waren 2 Jahre Podcast allein. Ja, nee, ein Jahr Podcast, oder? 2, wir haben am machen ersten, wir schon 2 Jahre? Wir haben, der Start des Jahreskurses fällt quasi mit unserem 2-jährigen Podcast-Jubiläum zusammen. Krass. Wann wird dieser Podcast zu hören sein? Diese Folge wird nächsten Mittwoch, also Mittwoch in der Woche zu hören sein und für unsere Steady-Unterstützer am Dienstag nächster Woche. Die Mittwoch, dann, also wenn das jemand jetzt zum ersten Mal hört, das ist Mittwoch. Und zwar ist das der 13. Am 13.4. Grüße ich an dieser Stelle mal herzlichst vom Gardasee, meine lieben Freunde. Und dort befinde ich mich gerade, um eine Wahlreise durchzuführen. Oh, wie schön. Ja, sehr cool. Wie schön. Sich anhört. Ja, dann hoffe ich und drücke die Daumen für gutes Wetter und für ganz tolle Teilnehmer vor allem. Ja, also für 5 Tage gab es noch niemanden, der nicht klar ging. 5 Tage kriegt man alle erstmal unter den Hut. Für längere Reisen sollte man genauer schauen. Ja. Aber hast du schon mal eine längere Reise gemacht? Weißt du, wovon du sprichst? Ich bin ja einmal im Jahr in Italien, seit 11 Jahren bei meinem alten Kunstlehrer.
Und da waren wir mal, ich glaube, die längste Reise waren 13 Tage oder 14 sogar mit einer Gruppe. Die werden jetzt auch ein bisschen kürzer, weil da machen wir jetzt immer zwei hintereinander. Na, bla bla bla, jedenfalls. Ja doch, das war schon länger immer da in Italien. Okay. Ja, da ist schon wichtig, toll, dass die Truppe auch passt. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, unter Kreativen passt es meistens irgendwie. Ja. Also ich habe noch nicht jetzt so, also ich meine, wenn du jetzt mit Arbeitskollegen oder Klassenfahrt oder keine Ahnung, ja, da hast du immer auch welche dabei, mit denen du halt nicht kannst. Aber unter Kreativen passt die Stimmung eigentlich fast immer. Also ja, natürlich kannst du mal Pech haben, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz gering, weil dich verbindet einfach schon dieses Hobby, das ist gemeinsame, und dann eben, wer kreativ denkt und so drauf ist, dass er auf eine Malreise geht, der tickt schon irgendwie anders. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine Entscheidung. Und früher war es noch so, da sind auch von der Musik her ein paar Leute mitgekommen, da saß mal einer da, ein ganz herrlicher aus Lautre, hat er gesagt, du, ich habe noch den Eimer gemalt, ich wollte einmal mitkommen hier nach Italien mit dir. Sehr klasse. Mal gar nicht. Zeichnen? Nö. Malen? Nö. Auch schön. Das ist geändert, aber ja, da ist natürlich nochmal eine ganz besondere Atmosphäre, aber wenn man überlegt, ob man auf sowas mitfahren will, und die Antwort noch nicht weiß, dann sollte man sich kurz mal fragen, ob es für einen erträglich ist, mit mehreren Leuten vielleicht über eine längere Zeit, also vielleicht auch mal länger als eine halbe Stunde, still am Tisch zu sitzen und zu malen und dabei nicht das Gefühl zu haben, dass es nicht das Richtigste der Welt gerade ist. Ja. Weil dann braucht man auch nicht mitkommen, weil dann hat man das nicht und dann nervt man die anderen, nervt sich selber. Das ist nicht so gut. Nee, das stimmt. Jetzt muss ich nochmal fragen, einfach weil es mich brennend interessiert, wenn du jetzt so eine Malreise machst, ja. Machst du da Urban Sketching nur oder macht ihr da auch andere Sachen? Es ist völlig unterschiedlich. Es gibt jetzt, ich glaube, ich habe jetzt ab von April bis Oktober über 10, 12 Reisen. So, oder? Nee, ich glaube, es sind mehr. Und, aber da sind halt zwei Tagesdinger dabei, ein Tag, manchmal fünf Tage. Manche sind Artist-Travel-Reisen, manche sind anders organisierte Reisen, von mir jetzt in Italien zum Beispiel. Es ist immer einigermaßen unterschiedlich. Ein guter Ratschlag, und da geht es nicht nur um meine Workshops, sondern ein guter Ratschlag, wenn man sich zu einem Workshop oder einer Malreise anmeldet, ist genau die Beschreibung lesen. Wenn die Beschreibung gut ist und stimmt, dann weiß man, worauf man sich da einlässt. Mhm. Und in der Beschreibung steht auch, ob wir zum Beispiel erstmal alle Basics machen und ich mit den Leuten, egal an was für einem schönen Platz, ob 30 Grad draußen sind, mache ich mit denen erstmal einen Tag oder zwei Grundlagen zeichnen und Aquarell. Mhm. Aber es gibt auch Kurse, wo wir gleich rausgehen oder nur ein kurzes Aufwärmspiel machen. Und also das kann man nicht so pauschal sagen. Es hat immer mit der Länge zu tun oder ob das eine Wiederholung ist auch. Hast du feste Gruppen dann wahrscheinlich auch schon, die jedes Jahr? Nee. Es gibt Wiederholer, die gibt es. Und es gibt auch Hardcore-Wiederholer. Ich glaube, wir haben Leute, die 5 Jahre lang mit waren in Italien und immer wieder an den gleichen Ort, an dieses Haus. Und ab und zu kommt es auch mal vor, dass in Malreisen vom Artist Travel mal jemand sitzt, den ich schon mal kannte oder kennengelernt habe. Und die, ja, das schon. Aber oft kommt es vor, dass sich die Leute das vornehmen, im Urlaub noch, sitzen dann alle am Strand oder irgendwo und sagen, wollen wir nicht alle nächstes Jahr als Gruppe nochmal genau den gleichen Kurs buchen? Und dann sagen alle, oh ja, das wird total toll. Ja. Ich denke mir schon so, ja, genau wie wir uns alle noch Karten schreiben werden für unsere Kinder. Wir schreiben uns dann Karten. Ja, meistens funktioniert es leider nicht. Aber es gibt auch immer WhatsApp-Gruppen von den Malreisen und da sind welche, seitdem ich bei Artist Travel angefangen habe, seit 5 Jahren aktiv. Ja, kommt mal eine Zeit lang gar nichts mehr und dann kommt ein Sketch hier, ich habe gemalt oder ich habe mal wieder mit dem gemalt oder wir haben uns getroffen und so. Also das bleibt schon da und ich glaube, dass wenn sie könnten, dass auch viele nochmal einfach kommen würden.
Wenn es zeitlich klappt, das ist ja das immer das Schwierigste. Ja, ja, und auch finanziell wahrscheinlich. Okay. Und ne, hat ja immer so seine Gründe, warum was zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch gerade nicht geht oder so. Richtig, ja. Ja, sehr cool. Ich will noch eine Sache sagen. Ja, sag. Darf ich das? Ja, darf bitte. Wäre verrückt, wenn ich nicht dürfte, für was Werbung machen, was von mir ist. Deswegen geht's dann. Ja, na klar. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal mitbekommen habt. Ach so, kannst du noch mal das andere? Das machen wir noch mal groß, genau. Es gibt dieses Jahr die vierte Wiederholung oder die vierte Version vom Sketchpoint Charlie. Und das ist eine Veranstaltung, eine echte, eine reale. Und ich möchte allen, die hier gerade zugucken oder später auch zuhören, die Chance geben, sich den 19.06. freizuhalten, um nach Berlin zu kommen. Weil da ist nämlich in einer großen Beachbar direkt am Checkpoint Charlie, also mitten in Berlin, ist ein Sketch-Up-Treffen, das ich organisiere. Und da kommen Leute, die zeichnen und gezeichnet werden wollen und einfach zeichnen gerne. Aber es kommen auch Dozenten. Und zwar dieses Jahr Rolf Schröter, Rabi, Irina, Felix Scheinberger, Jenny Adam, Lars und Icke. Und ja, guck an. Die können da hinkommen und sich so einen Workshop buchen. Es ist ein Tag im Sommer in Berlin. Sehr cool. Das klingt spitzenmäßig. Ja. Der 19.06. Aber Andrea, das ist nicht groß gewesen jetzt bei mir. Wer Zeitler hat und Lust hat, kommt vorbei. Es gibt hier demnächst die Infos darüber, wie man sich bei den einzelnen Workshops anmelden kann, wenn man das möchte. Man kann aber auch einfach nur kommen, um da zu sein und zu zeichnen mit den Leuten und um gleichgesinnte Verrückte zu treffen. Sehr, sehr cool. Ja, das tolle klingt Aktion. Richtig klasse. Ja. Es war das erste Mal, waren wir so, glaube ich, 15 Leute. Beim zweiten Mal waren es 25 und beim dritten Mal war es auch das erste Mal, wo wir das mit Dozenten quasi gemacht haben. Die anderen waren einfach normale Treffen und da waren, glaube ich, schon 60, 70 und da gab es dann von Da Vinci so einen Pinsel-Test-Tisch und eine große Gemeinschaftsleinwand. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Bringt mir finanziell überhaupt nichts, sondern nur kommt in Anführungsstriche, nur Spaß. Nur Spaß. Ungeheuer viel Spaß. Ja. Ungeheuer viel Spaß. Also, wer Zeit hat, kommt vorbei. Sketchpoint Charlie. Sketchpoint Charlie. Nummer 19.06. Und um wie viel Uhr geht's los? Ich glaube, guck mal, hier ist mein Wischi-Waschi-Plan. Ich bin gerade, also ist ja eine Wiederholung, deswegen weiß ich ungefähr, wie es geht. Vermutlich geht es um 10 los am Sonntag. Okay. Jo, sehr cool. Ich habe ja jetzt jedes Wochenende frei, ne? Na bitte. Dann reserviere ich dir mal einen Platz, Mal gucken. Ja, ihr seid natürlich gerade, ihr seid gern gesehene Gäste. Wir hatten auch, die letzten Jahre gab es einen kleinen Pokal für die von am weitesten herkamen. Und ich glaube, gewonnen hat ihn letztes Jahr Tommaso, der kam nämlich aus unter München. Mit seinem Motorrad gefahren. Oh, krass. Davor war Steff aus Köln, die kamen dann, oder ein paar Hamburger haben sich getroffen in Hamburg am Bahnhof, sind dann nach Berlin getuckert. Ja, sehr cool. Ja, voll. Ja. Richtig super. Da freuen wir uns und also ich merke es mir auf jeden Fall mal vor. Ja, wir werden das auf jeden Fall auch in die Shownotes schreiben. Und wo wir schon dabei sind, für die Leute, die jetzt live zugucken, in 25 Minuten ist dies das auf Instagram. Na, guck an. Wow. Ja, deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende, damit du nochmal durchschnaufen kannst und nochmal ein Päuschen machen kannst, bevor es bei dir wieder losgeht auf dem Kanal. Ja. Wer noch nicht genug hat, der kann ja jetzt einfach auf Instagram. Genau, einfach umschalten auf Insta und da Chris weiter beobachten beim Malen. Ja, da sind wir noch eine Stunde und dann ist Feierabend. Ja. Yay. Ja, also vielen, vielen, vielen lieben Dank, Gries, für alles einfach. Super. Also für diesen Kreativschnack und dafür, dass du dich hast überreden lassen und für alles. Ja, ich bin selten so gerne überredet worden. ich danke euch auch. Ihr macht es super. Weiter so. Dankeschön. Be a maker. Und ihr habt gemacht. Genau.
Deswegen solltet ihr jetzt auch mal die Zeit nutzen, euch unter den Baum legen und ein paar Früchte euch in den Mund fallen lassen. Das machen wir, ja. Keine Bange. Ja. Die Früchte sind gereift und wir ernten. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns im Sommer in Berlin oder online. Zu jeder anderen Gelegenheit, genau. Kriegen wir wieder hin. Das machen wir. Start. Dann vielen herzlichen Dank und ja, es war uns ein Fest. Ja, auch. Total gesund. Viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wir hören uns dann übernächste Woche, wieder am nächsten Mittwoch. Ich muss ja noch den Abspann machen für den Podcast. Okay. Jawohl. Tschüss. Ciao. Ja, herrlich. Das war eine wunderbare Folge mit Gries, der uns hier die Ehre gegeben hat. Und im Jahreskurs als Kursleiter mit dabei sein wird. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel, wann er genau sein Tutorial, wann sein Tutorial eingeplant ist. Das kann ich aber auch noch nachgucken und schreibe es auch in die Shownotes, damit ihr das dann wisst. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Dienstag, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, oder nächsten Mittwoch auf allen gewohnten Podcast-Kanälen. Bis dahin. Macht's gut. Eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, ciao! Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Malen, kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu.